Ciao tutti, heute machen wir ein Rezept, das gut auf eure Antipasti-Platten passt. Wir machen eingelegte Auberginen, Melanzane Sottoglio auf Italienisch, falls ihr das versteht und selber mal richtig aussprechen wollt. Wir machen uns gleich ans Grillen, denn wir brauchen nur Auberginen, sehr, sehr gutes Olivenöl, Knoblauch, Petersilie und ein bisschen Zitrone. Bisschen Balsamico esse ich noch dazu und schon habt ihr danach einen richtigen Leckerbissen. Es wird richtig gut. Wir fangen an, die Auberginen zu schneiden. Und dazu habe ich ein ultrascharfes Messer genommen. Ihr schneidet hier diesen Pinöppel vorne ab, dieses Grüne. Das ist ja auch irgendwie nicht essbar, ein bisschen bitter. Solltet ihr irgendwie nicht mit verarbeiten und ganz, ganz bisschen vom Ende. Also das könnt ihr manchmal dran lassen, außer, komm mal hier so ein bisschen näher, Luigi, wenn ihr halt so ein Ding da seht, komisches Teil, das keine Auberginenfarbe hat, dann ist es auch nicht so gut genießbar, schneidet es also auch ab. Und dann halbiert ihr sie noch einmal, könnt sie euch dann quasi auf die flache Seite legen, damit sie dann auch ein bisschen besser auf dem Brett hält. Und dann schneidet ihr euch Scheiben runter. Die erste macht ihr dünn weg und ab dann so ungefähr einen halben Zentimeter dicke Scheiben. Und die werden dann gegrillt. Clevererweise haben wir die Grillpfanne schon mal angemacht. Guck mal hier, Luigi, ein Riesenberg vorgeschnittene Auberginen. Die werden wir jetzt grillen. Wichtig dabei, jetzt noch ohne Öl. Also da lassen wir jetzt hier so ein bisschen Wasser raus. Dann werden sie schön angegrillt. Und Öl kommt erst dann, wenn die Dinger eingelegt werden. Die kriegen jetzt so eine kleine, schöne Röstung von beiden Seiten. Werden dann nochmal ein ganzes Stück dünner, weil die Aubergine ist halt auch so ein Gemüse, das eine Menge Wasserintus hat und das muss erstmal so ein bisschen raus. Ich weiß eigentlich gar nicht, was man hiermit wendet. Wir nehmen es jetzt für unsere Auberginen. Dann gucken wir hier, Luigi. Wir drehen sie einfach auf die ungegrillte Seite und guck mal da. Sie kriegen jetzt nämlich schon mal das schöne Grillmuster. Guck mal, ist das nicht schön? Und jetzt warten wir wieder, bis die Dinger durch sind und das machen wir genauso mit diesem ganzen Haufen. Das Verrückte, Luigi, ist jetzt, das wirkt jetzt alles noch so ein bisschen trocken und man denkt sich so, kann das nachher alles noch gut und lecker werden? Und ich sag dir eins, sobald es dann eingelegt ist und ein bisschen zieht, das ist nämlich dann auch das Geheimnis dabei, wird es richtig gut. Wenn die Auberginen fast fertig gegrillt sind, könnt ihr schon mal ein bisschen weitermachen, weil die werden ja gleich alle eingelegt und dann kommt Petersilie und viel Knobi dazu, also gehen wir jetzt ans Knoblauchschneiden. So, Knobi haben wir schon mal geschnitten und für die Farbe und für den Geschmack kommt gleich noch ein bisschen Petersilie. Ich habe mir jetzt hier die grobe Petersilie genommen. Ihr seht, ich habe es schon von den Stielen abgezupft. Also den dicken Teil der Stiele nicht zwingend mitverwenden. Der ist echt ziemlich bitter. Gibt Leute, die machen es trotzdem. Ich finde aber halt dadurch, dass ihr halt die Petersilie nicht verkocht, sondern das Zeug nur einlegt, würde ich euch empfehlen, das auf jeden Fall nicht mitzubenutzen. Ansonsten, wie gesagt, habt ihr die Blätter, schneidet das oder hackt das so ein bisschen fein, so wie ich hier als kleiner Grobmotoriker. Es muss also auch nicht ganz fein sein, sondern nur so ein bisschen grob gehackt. Guck mal hier, Luigi, da kannst du es hier so Petersilie regnen lassen. Und das kommt gleich alles dazu. Die Aubergine ist gleich auch fertig und dann können wir gleich einlegen. Also, guck mal hier. So sehen unsere Teilchen, unsere leckeren Auberginen jetzt gegrillt aus. Wie gesagt, das sieht jetzt noch so ein bisschen trocken aus, aber das wird jetzt gleich dadurch, dass wir es einlegen und dass es zieht, durchzieht und dann auch so ein bisschen im Kühlschrank gelagert wird, richtig gut. Also wir nehmen jetzt erstmal das Öl. Wichtig, sehr, sehr gutes Olivenöl zu nehmen. Also wirklich nur das Öl eures Vertrauens. Wichtig dabei, dass ihr die Auberginen nachher abgedeckt habt. Weil die müssen halt, wie gesagt, es muss alles abgedeckt sein, damit es gleichmäßig durchzieht. Nehmt euch da irgendwie so eine Gabel für, ich nehme auch noch das Ding dafür. Verteilt das da schön in der Form, dass das alles schön gleichmäßig im Öl drin liegt. So, jetzt haben wir hier Grün und Weiß, Petersilie und Knoblauch und das kommt jetzt auch hier rein. Und das rühren wir jetzt hier auch noch alles gut ein. Und dann können wir gleich eigentlich nur noch würzen, ein bisschen Zitrone und Balsamico dazu packen. Und dann haben wir es hier fast schon fertig. Die Zitrone nehmen wir auch noch, oder? Natürlich. Aber ich roll die mal so ein bisschen an, weil die ist so ein bisschen härter. Das ist auch wieder so ein alter Oma-Trick. Und jetzt
noch ein bisschen Balsamico. Auch da wichtig, eben was Gutes. Und jetzt können wir würzen. Pfeffer und ein bisschen Salz, ne? Kann ich mir wohl nicht zwei Gabeln nehmen und die ganze Zeit dieses unhandliche Ding jetzt rühren. Wahrscheinlich, weil ich es hier gerade eben set hatte. Und so kommt das Ding jetzt eine halbe Stunde mindestens in den Kühlschrank. Das ist jetzt fertig. Das hat jetzt eine Stunde im Kühlschrank durchgezogen oder ist eine Stunde im Kühlschrank durchgezogen. Und es riecht halt einfach nach einer Petersilie, nach einem Knobi. Ihr werdet es lieben, ihr werdet es euren Gästen irgendwann servieren. Die werden es auch lieben, alle werden euch dafür lieben, dass ihr denen das gezeigt und beigebracht habt. Macht es also auf jeden Fall nach, weil das Ding gehört halt wirklich überall hin oder überall dazu, wo es Antipasti gibt. Das sind unsere eingelegten Auberginen, Melanzane, Sotto Olio. Ihr habt gesehen, super einfach nachzumachen. Lasst uns also gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Gerne auch wieder mit Anregungen in den Kommentaren, was wir machen können, was ihr hier vielleicht nicht so gut findet oder fandet, wobei das kann eigentlich nicht so viel sein. Abonniert doch gerne die Glocke, damit ihr halt auch kein Video mehr verpasst. Und wir freuen uns auf die nächste Runde, aufs nächste Rezept für euch.